Toni? Toni? Laura? Toni! Laura! Aua! Aua, warum sitzt du denn hier auf dem Boden rum? Naja, Toni, Ach so, ja, herzlich willkommen zu Abgestaubt. In dieser Sendung entdecken wir die Geschichte hinter den christlichen Feiertagen. Heute geht es um Maria Lichtmess. Willst du dich vielleicht wieder richtig hinsetzen? Ja, ist schon ungünstig, wenn man im Dunkeln auf dem Boden sitzt. Dann kann man schon mal über Laura stolpern. Da sieht man mal wieder, wie wichtig Licht ist. Apropos Licht, Licht spielt bei Maria Lichtmess auch eine sehr wichtige Rolle. Und das sehen wir jetzt im folgenden Beitrag. Maria Lichtmess wird in der Kirche so gefeiert, dass an dem Tag alle Kerzen geweiht werden oder gesegnet werden, die im Laufe des Jahres gebraucht werden. Früher dauerte die Weihnachtszeit 40 Tage, eben bis zur Darstellung des Herrn. Und weil ja gesagt wird, Jesus ist das Licht der Welt. Deshalb hat man an dem letzten Tag der Weihnachtszeit damals immer die Kerzen gesegnet und hat sozusagen aus den allgemeinen Kerzen besondere Kerzen gemacht. Es gibt eine Zeremonie, die eigentlich wie die Segenshandlungen aller anderen Dinge auch sind. Wenn wir die Kerzen segnen, dann beten wir um die Menschen, die durch dieses Licht immer wieder an Jesus erinnert werden, dass er für uns Licht ist. Ah, das war ja sehr interessant. Aber wie hängt der Brauch, die Kerzen zu weihen, jetzt eigentlich mit der Bibel zusammen? Na, da fragen wir am besten unseren Experten, Dr. Dr. Staubert von Flusel. Hallo, Herr Doktor. Hallo. Wie ist denn das jetzt mit den Kerzen? Na, die Kerzen erinnern an das Licht der Welt. Die Geschichte dazu, Moment, steht in Lukas 2, ab Vers 22. Gott sagt einem Mann namens Simeon, er soll in den Tempel von Jerusalem gehen. Dort trifft Simeon Maria und Josef und erkennt in Jesus den Sohn Gottes. Simeon dankt und lobt Gott dafür. Seine Aussage, Jesus sei das Licht der Welt, wird noch heute an Maria Lichtmess in vielen Kirchen als Gebet formuliert. Aber wieso war Jesus als Baby überhaupt im Tempel? Naja, seine Eltern waren ja Juden. Der Tempel war für Juden ein heiliger Ort. Dort haben sie ihre Gottesdienste und Zeremonien gefeiert. Maria Lichtmess heißt auch Darstellung des Herrn. Darstellung bezeichnet einen jüdischen Brauch. Man brachte 40 Tage nach der Geburt den erstgeborenen Sohn in den Tempel. Er wurde dort gesegnet und sein Leben wurde Gott anvertraut. Mit Darstellung des Herrn ist also die Segnung von Jesus gemeint. Also hat das Fest zwei Namen. Und wie kann ich mir das jetzt merken? Darstellung des Herrn heißt es, weil Jesus einen Segen bekam. Maria Lichtmess kann man sich merken, weil sie die Mutter vom Licht der Welt ist. Ah, vielen Dank, Dr. Dr. Staubert von Flusel. Tja, da hat mal wieder jemand Licht ins Dunkel gebracht. Und wir haben ordentlich Wissen abgestaubt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.